Hatten Sie heute zufällig das Vergnügen, die Aussagen von Olaf Scholz zu hören? Der hat heute gesagt, wir sind weit entfernt von einer Krise. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Tage, ja Wochen, dass die Bundesregierung im Grunde leugnet, was faktisch in der Wirtschaft los ist. Wir haben eine massive Rezession in der deutschen Industrie, auch der Konsumsektor. Der schwächt sich jetzt ab, aber es wird abgestritten. Man spricht von einer Pause im Wachstum. Dabei ist das eben mehr als eine Pause. Wir sind wahrscheinlich in einer Rezession. So einfach ist das. Ich habe heute eine Politikberaterin und Analystin auf Bloomberg gehört, die gesagt hat, ich habe oft mit Mitgliedern der Bundesregierung gesprochen und habe versucht, ein paar Vorschläge zu machen, was man möglicherweise ändern könnte, wie man Strukturen verändern könnte, damit Deutschland wieder zu Wachstum gelangt. Und sie hat gesagt, die haben einfach nur gelacht, die haben das überhaupt nicht ernst genommen. Sie sagt, die Deutschen nehmen erst die Dinge ernst, wenn wirklich die Arbeitslosigkeit stark ansteigt. Dann würde man aufwachen. Solange das nicht der Fall ist, sagt sie, gibt es keine Chance, dass da irgendwie fiskalische Stimulus oder irgendwelche Reformen kommen. Eigentlich unglaublich, aber das ist der Fall. Und das ist der Fall auch heute bei Inside Markets. Dunkle Wolken über der deutschen Wirtschaft ist das Thema. Daneben geht es dann noch um die Lufthansa, um den Streik der Lufthansa genauer gesagt. Und es geht um E-Mobilität. Schauen Sie da also rein, Inside Markets. Und ich wünsche jetzt ein wunderschönes Wochenende, meine Damen und Herren. Servus. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Wie dunkel sind die Wolken über der deutschen Wirtschaft wirklich? Damit herzlich willkommen zu Inside Markets hier von der Frankfurter Börse. Ja, die Wirtschaftsweisen, die haben in dieser Woche ihr Gutachten der Bundesregierung übergeben. 0,5% Wachstum in diesem, 0,9% Wachstum im nächsten Jahr. Und Geschäftsklimaindex und Einkaufsmanagerindex sind auch nicht so in bester Stimmung. Sissi Halbmannek, Finanzjournalistin, wie sieht's denn aus? Kommt jetzt eine schwere Rezession auf uns zu? Also Manuel, zumindest prognostizieren die Wirtschaftsweisen keine Rezession, auch wenn das nächste Jahr mit 0,9% Wachstum ein bisschen vortäuscht, dass es besser wird als das diesjährige. Denn tatsächlich gibt es weniger Feiertage in 2020 und das gleicht so ein bisschen die schwierige Situation aus. Wodurch ist es schwierig? In erster Linie kommen die Schwierigkeiten von der Industrie und ganz klar, dieses Jahr ist sie stark ausgebremst worden durch die Handelsstreitigkeiten. Was die Wirtschaftsweisen aber auch ansprechen, ist die schwarze Null, also dass auch zu wenig ausgegeben wird, dass zu sehr gespart wird. Ist das auch ein wichtiger Punkt? Das ist ein wichtiger Punkt, den kann man, glaube ich, auch gut nachvollziehen. Es wird in vielen, vielen Bereichen sehr stark gespart und wenig investiert. Und die Hauptempfehlung der Wirtschaftsweisen, ich finde die richtig gut, ist eben Startups und junge Unternehmen mehr zu fördern. Wir brauchen einfach in diesem Bereich Innovation, damit dieses Land auch technologisch weiter vorwärts kommt. Anderes großes Thema in dieser Woche, die Lufthansa. 1300 Flüge sind am Boden geblieben, 180.000 Passagiere betroffen, ich selber heute auch. Normalerweise komme ich hier mit dem Flieger her, heute bin ich mit der Bahn gekommen. Ich muss sagen, es war doch entspannter als mit dem Flugzeug, obwohl ich aber dieses Security und Einsteigen und Aussteigen und Fliegen, das mag ich eigentlich ganz gerne. Ja, vor allen Dingen das Umbuchen ist ja wirklich sehr, sehr lästig. Aber das Erstaunliche ist, dass die Lufthansa diese Woche zumindest an der Börse durch die Streiks keinen Schaden genommen hat. Da ging es gut für die Aktie weiter, aber darüber sprechen wir nachher nochmal genauer über die Lufthansa-Aktie. Wir haben noch ein anderes großes Thema, die E-Mobilität. Volkswagen hat das neue Werk in Zwickau mit Kanzlerin eröffnet. Ja, glaubst du an die E-Mobilität? Ich weiß, dass die E-Mobilität kommen wird, denn sie wird schon so lange angekündigt und wenn eine Entwicklung erstmal so gefördert wurde, dann lässt sie sich natürlich nicht aufhalten. Ich bin kein Riesenfan davon bisher. Warum? Weil die E-Autos noch lange wahrscheinlich für den normalen Käufer gar nicht erschwinglich sein werden. Und das zeigen eben auch die neuen E-Autos von Volkswagen. So toll sie sind und so groß die Vorbestellungen sind, wenn man sich anschaut, was kosten sie? Minimum 30.000 Euro mit einer Batterie, die dann ungefähr 330 Kilometer schafft und 45.000 Euro für eine Batterie, die 550 Kilometer schafft. Das ist toll, aber Manuel, ehrlich gesagt, für den normalen Käufer unerschwinglich. Ich habe auch noch ein paar Zahlen rausgesucht.
In der Vision sollen bis 2030 10 Millionen E-Autos auf deutschen Autobahnen fahren. Bisher sind es nur 200.000 und man bräuchte dafür 1 Million Ladestationen überall verteilt. Und bisher haben wir da nur 21.000. Ja, also am Montag auf dem Autogipfel der Bundesregierung wurde ja beschlossen, dass bis 2030 eine Million Ladestationen da sein sollen. Also wir hatten schon mehr solche Pläne, die gerade im E-Bereich nicht erfüllt wurden. Aber gut, man muss ja mal wenigstens planen. Ich muss ja sagen, ich bin eigentlich gegen Autos generell. Ich lebe in der Stadt in Berlin, da braucht man eigentlich gar kein Auto. Da ist der öffentliche Nahverkehr so gut, dass ich da kein Auto einsetzen würde. Wir schauen jetzt aber mal auf die Aktien der Autobauer in den Top-Aktienempfehlungen der Trading House Börsenakademie. Und wir schauen jetzt auf die Aktienempfehlungen zuallererst Volkswagen. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. E-Mobilität, großes Thema. Wie sieht es denn mit der Aktie, vor allen Dingen auch nach dem Dieselskandal aus? Also mit der Aktie sieht es wieder deutlich besser aus. Die hat ihre Bodenbildung quasi gefunden gehabt. Nämlich hier in 2018 hat sich das erledigt, dass die Aktie nur noch im Sinkflug ist. Sie hat seit diesem Jahr allerdings auch schon über 30% zugewonnen. Also ein ganzes Stück wieder gut gemacht an Boden. Trotzdem sehen die Analysten der Trading House Börsenakademie da durchaus eine Long-Chance. Warum? Weil sie eben immer noch auch Luft nach oben hat zu den alten Höchstständen und jetzt natürlich auch durch die neuen Nachrichten, was das E-Auto betrifft, da sind Kursfantasien jetzt drin. Also Kursziel ist dabei 185,50 Euro gesetzt, könnte auch bis 191 Euro als zum alten Höchststand laufen. Ein Stop-Loss sollte unbedingt bei 170 Euro gesetzt werden, weil einfach das Rückschlagpotenzial bei einer Aktie, die so tief auch mal stand, natürlich gegeben ist. Bei Lufthansa bleiben die Flugbegleiter am Boden. Hebt denn wenigstens die Aktie ab? Ja, das ist wirklich mehr als merkwürdig eigentlich, denn wenn Streiks bei der Lufthansa sind, geht die Aktie normalerweise wirklich in die Knie. Nicht so diese Woche, die Aktie ist richtig ins Kraut geschossen, 8% hat sie gut gemacht gestern. Woran liegt's? Sie hat Quartalzahlen vorgelegt, die besser waren als erwartet und vor allen Dingen hat sie ihre Jahresprognose bestätigt und das kommt nicht immer vor. Da sind die Aktionäre sehr dankbar und das sieht man hier an diesem Sprung und damit hat die Aktie tatsächlich auch die inverse Schulterkopf-Schulterformation hier über die Nackenlinie jetzt verlassen und deshalb sehen die Analysten der Trading House Börsenakademie da auch durchaus eine Long-Chance, also sprich eine Chance darauf, dass die Aktie weiter steigt. Ein Kursziel von 19,17 Euro wäre da durchaus im Rahmen des Möglichen. Der Einstieg per Stop-Buy-Order, also sprich zum aktuellen Kurs, wenn er denn in dieser Richtung liegt und ein Stop-Loss sollte bei 16,80 Euro auf jeden Fall gesetzt werden. Und bei dieser Aktie muss man sagen, man sieht es dem Chart auch an, sie hat eine hohe Volatilität. Jede Änderung der Nachrichtenlage kann diese Aktie verändern, also den Stop-Loss unbedingt auch immer nachziehen und genau beobachten, wie die Aktie sich entwickelt. Danke dir dafür und wir schauen jetzt auf den Veranstaltungshinweis. Wenn du jetzt dein Trading-Wissen vertiefen willst, dann schau doch auf die kostenlosen Börsenseminare der Trading House Börsenakademie. Dort werden Experten einen ganzen Tag lang dir ihre Tricks und Tipps verraten. Die nächsten Termine sind am 18. November in München und am 13. Januar dann wieder in Berlin. Und Sissi, eine Zahl habe ich noch für dich. Es gibt weniger Milliardäre in Deutschland, nämlich nur noch 2.101 Milliardär. Haben die vielleicht zu wenig Aktien im Depot gehabt? Denn Vermögenserhalt ist ja dieser Tage schwierig. Man weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall ist das Vermögen auch ein wenig geschrumpft. In diesem Sinne, danke dir und danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns ein Like und postet es doch auf euren Kanälen. Ja, danke und euch ein schönes Wochenende. Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie.